Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video und ich kann wieder Frau Professor Dr. König als meinen Interviewpartner und Gast begrüßen. Und heute geht es darum, die Fragen, die mir in der letzten Zeit in der Praxis immer wieder gestellt werden, mal von der Fachkompetenz einer Immunologin beantwortet zu bekommen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Hallo, Herr Bichert-Dachwein. Frau Professor König, es ist in der Praxis immer wieder so, dass ich eigentlich nahezu täglich gefragt werde, ob denn der Impfschutz durch die Impfung wirklich ausreichend ist. Gerade die älteren Patienten, die ja jetzt gehört haben, dass sie eventuell das dritte Mal geimpft werden können, sollen, dürfen. Und in anderen Ländern werden manche einfach so nach Schema F ab einem bestimmten Alter geimpft, ob das wirklich sinnvoll ist. Und ich habe auch gelesen, dass als Laborärzte durchaus anmerken, dass man doch diesen Impfstoff vielleicht spart für die, die ihn wirklich brauchen und vorher mal guckt, ob die, die ihn bekommen sollen, denn wirklich auch noch geboostert werden müssten. Was kann man unseren Zuhörern dazu sagen? Ja, also es gibt im Moment leider jetzt keinen Richtwert, also fangen wir mal von vorne an. Ich kann natürlich den Antikörpertäter bestimmen. Ich kann sogar auch richtig bestimmen, quantitativ, also wie viel ist wirklich da. Die Testsysteme sind verfügbar und ich kann sogar auch bestimmen, wie viel davon sind neutralisierend, also hindern wirklich daran, das Virus in meine Zellen einzudringen. So. Die Testsysteme, wie gesagt, sind sehr, sehr sinnvoll. Trotzdem gibt es im Moment jetzt noch keinen Wert, der sagt, ab und dem Menge bin ich geschützt. Hängt sich ja von anderen Dingen ab. Wenn wir uns aber danach richten, dass natürlich auch Serum, also wenn ich jetzt infiziert gewesen wäre, SARS-CoV-2, also ein Rekonvaleszenz-Serum habe, dann könnte man ja mein Serum nehmen, um andere Leute zu schützen oder zu heilen. So eine Art Passivimpfung. Genau, und da gibt es einen bestimmten Richtwert, wenn man sagt, wenn der Wert überhalb dieses Wertes ist, also über dieser Menge, dann ist mein Serum dafür geeignet, eingesetzt zu werden, um andere zu heilen, ja, oder die Krankheit zu minimieren, also als Therapeutikum. Und wenn ich diesen Wert nehme, müsste ich auf jeden Fall auf der guten Seite sein, ja. Und das ist ja so, es heißt ja in der Literatur, wenn man dieses Serum einsetzt, muss man es ganz am Anfang einsetzen, also nicht erst verzögert. Ja. Und insofern ist es umso wichtiger, wenn ich persönlich diese Antikörper bilde, dann bin ich sozusagen auch von Anfang an ziemlich gut geschützt. Genau so. Und deswegen würde ich sagen, diesen Richtwert kann man auf jeden Fall irgendwie nehmen. Sonst wäre ja auch nicht das Therapeutikum als Richtwert vorhanden. Dann sollte man vielleicht aber auch sehen, dass man natürlich zwei arme Immunsystem hat. Einmal die Antikörperantwort, also unter Fachleuten Humoral, Antwort, das haben wir gerade ganz kurz besprochen. Und dann auf der anderen Seite aber noch die T-Zellen. Und die T-Zellen tragen auch sehr gut bei, dass sie auch andere Strukturen des Virus erkennen. Also nicht nur am Anfang, da waren die Antikörper sehr gut, die neutralisierenden, aber falls doch ein Virus durchschlüpft, ja, oder doch sich vermehrt, sind die T-Zell-Antwort da oder kann sofort abwehren, wenn ein neues Virus kommt, auch eine Mutante kommt. Und dann habe ich die T-Zell-Antwort und die kann ich auch testen. Also das geht ja in die Richtung, dass man, wenn man die neutralisierenden Antikörper nimmt, man ja im Grunde genommen auch testen muss gegenüber den Varianten und nicht unbedingt nur gegenüber der Wuhan-Variante, die ja nun schon x-fach überholt ist. Wie weit kann man diese neutralisierenden Antikörper, die wir nun messen, dahingehend auch abschließend beurteilen? Also bei den Antikörpern kenne ich im Moment nur kommerziell erhältliche Teste, die wirklich neutralisierende Kapazität gegenüber dem Ursprungsvirus testen. Natürlich kann man das im Labor, im Forschungsmäßigen natürlich auch die anderen Varianten einsetzen, Neutralisationstests machen, aber jetzt kommerziell für die Diagnostik zugelassen als Diagnostikum sind sie nur gegen das ursprüngliche Wuhan SARS-CoV-2. Man kann natürlich daraus etwas schließen, dass es wird ja nicht 0% wirksam sein, ja. Das heißt also, wenn ich ausreichende neutralisierende Antikörper habe, werden sie schon zu einem bestimmten Punkt, da gibt es also auch Untersuchungen, vielleicht zu 60%, 70%, selbst wenn es nur 50% sind, auf jeden Fall auch neutralisierend sein gegenüber eine neue Variante. Jetzt ist ja diese T-Zell-Immunität, die auch gegen die Mutanten wirken kann, gerade von Ihnen angerissen worden,
Die ist ja sicherlich, wenn man eine Erkrankung durchlebt hat oder wenn man vielleicht mit einem Vollvirus geimpft wurde, anders ausgeprägt, als wenn man nur gegen das Spike-Protein geimpft wurde, oder ist das völlig egal? Völlig egal ist das nicht. Da gibt es aber in letzter Zeit vor kurzem zwei wunderbare Publikationen, die haben das genau das analysiert. Also beide kommen unabhängig voneinander zu dem Schluss, sehr gut gezeigt, dass die T-Zell-Antwort auch gegenüber den Varianten gilt. Also die wird nicht eingeschränkt dafür. Also anders als bei einer Antikörperantwort. Natürlich ist die T-Zell-Antwort bei Personen, die mit dem Wildtyp, also mit dem SARS-CoV-2 infiziert wurden, viel breiter. Die haben ja, das Virus hat ja noch ganz andere Proteine. Ja, also das ist schon da, nicht nur gegen das S-Protein. Aber selbst die, die geimpft wurden, haben eine breite Antwort gegen das S-Protein, sodass auch Varianten abgedeckt werden. Ja, also im Rahmen der T-Zell-Antwort? Im Rahmen der T-Zell-Antwort, ja. Und wenn man jetzt bei den neutralisierenden Antikörpern ein bisschen weniger hat, aber sehr wohl gute Antikörper hat, dann werde ich immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich mit diesem Antibody-Dependent Enhancement? Das gibt es ja bei jeder Form von Erkrankung und kann theoretisch auftreten. Was ist das und wie müssen wir uns das vorstellen und wie können wir uns da schützen? Ja, was stelle ich darunter vor? Das sind also Antikörper, wenn ich infiziert werde mit einem Virus. Dann bilden sich natürlich Antikörper, die das neutralisieren können, aber auch Antikörper, die das nicht schaffen, ja, die gegen andere Strukturen da sind. Das ist aber bei jeder Virusinfektion eigentlich so. Jetzt kann es aber, das gibt es auch, sehr unglücklich sein, dass diese Antikörper, die nicht neutralisierend sind, aber das Virus noch unterstützen und so ein bisschen verändern oder sagen wir, die noch so unterstützen, in unsere Zellen einzudringen. Das heißt, sie machen genau das Umgedrehte, also Umgekehrte, was man möchte. Genau, natürlich möchte man wissen, ob das auch bei SARS-CoV-2 entsteht, bei einer normalen Infektion, wie auch bei einer natürlich Impfung. Es gibt Untersuchungen, die haben sich zum Thema angenommen. Soweit ich im Moment weiß, gibt es jetzt keine Beweise dafür, dass so etwas passiert durch die Impfung. Es gibt aber auch jetzt nicht unbedingt, dass man es ausschließen kann. Ja? Also es muss weiter verfolgt werden. Jetzt ist es ja so, dass im Moment diese Regeln gelten, dass die Genesenen per PCR-Test nachgewiesen, da gibt es ja auch welche, die jenseits von 25 Umdrehungen als positiv gelten und möglicherweise doch nur mit Virusmaterial in Berührung gekommen sind, was gar nicht zur Infektion und gar nicht zur Antikörperbildung führt, aber sehr wohl dann eben als genesen gelten, nicht mehr getestet werden. Und auch die Geimpften können ja sehr wohl auch Viren verbreiten und werden auch nicht getestet. Das heißt, ich persönlich sehe da einen methodischen Fehler in dem Schutz der Gesamtbevölkerung, wenn es darum geht, die Ausbreitung zu erkennen oder auch zu minimieren. Und diese Frage wird mir auch häufiger mal in der Sprechstunde gestellt. Wie würden Sie das beurteilen? Es gibt ja jetzt zwei. Es gibt also einen den Selbstschutz und den Fremdschutz. Ja? Und wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei der Impfung, da möchte ich ja durchaus mich selbst schützen, aber es geht ja auch darum, andere zu schützen, dass ich nicht infiziert werde und das Virus auf andere, eine empfindliche Population übertrage. Da gibt es jetzt sehr viele Untersuchungen aus verschiedensten Ländern, die alle eigentlich zeigen, dass sowohl Geimpfte, wie auch natürlich auch Genesene, aber auch Geimpfte, das Virus in einem Nasenrachenraum durchaus verbreiten, also dass sich dort vermehrt und in so einer Konzentration dann auftritt, dass es wieder verbreitet werden kann. Das heißt also, da ist der Fremdschutz nicht gegeben, sowohl bei Genesenen als bei Geimpften wie bei Ungeimpften. Deshalb kann ich jetzt im Moment persönlich nicht nachvollziehen, dass jetzt Geimpfte, Genesene nicht getestet werden sollen. Und demzufolge müssten die also genauso bei entsprechenden Veranstaltungen eigentlich eine Maske tragen. Es gibt ja Fälle von Kongressen, wo ein Einzelner, der wirklich stark Viren verbreitet, einen ganzen Saal infiziert hat, im Grunde genommen trotz der Abstände, die man da hält. Und entweder man lässt das zu und dann kann sich eben jeder über die Erkrankung, weil er ja geimpft ist, mit einem schwächeren Verlauf im Grunde genommen wieder genesen und eine breitere Immunantwort bilden. Oder wir müssen eigentlich ganz konsequent sein und dann noch mehr Schutz
setzen, um sozusagen dem Virus den Wirt zu nehmen. Und dann müssen alle selbst im Eigentest oder eben offiziell sich, wenn sie mit anderen zusammenkommen wollen, im Grunde genommen auch dahingehend gleich behandelt als nicht infiziert oder momentan nicht als Spreader detektiert zeigen. Genau, also wir wissen natürlich nicht immer alles und deswegen ist natürlich auch wichtig, sehr viel zu testen, zu gucken, wie entwickelt sich das. Haben also Geimpfte genauso hohe Viruslast wie Ungeimpfte? Das weiß man von vornherein natürlich nicht. Jetzt weiß man es und deswegen muss man das eigentlich dann auch alles testen, wenn man das unterbinden will, dass es sich weiter verbreitet. Jetzt habe ich von den Patienten auch immer wieder die Frage, dass sie gehört haben, dass im Rahmen des Screenings PCR-Tests genutzt worden seien, die also nicht spezifisch SARS-CoV-2 erstmal detektieren, sondern eigentlich auch nur nach Coronaviren, Schnupfenviren testen und dass dadurch falsche Statistiken aufgekommen seien. Wie ist denn das nun wirklich? Also, dass teilweise abgekürzte PCR durchgeführt werden, die Beta-Coronaviren, also eine bestimmte Gruppe der normalen Schnupfenviren, erkennt, einschließlich natürlich auch SARS-CoV-2, ja, das ist sicherlich auch so Praxis. Wenn das aber dann positiv ist, muss, und das ist State of the Art, getestet werden, ob es wirklich SARS-CoV-2 ist oder ein normales Schnupfenvirus. Also das heißt, wir haben eine ganz saubere Detektion und alles, was da im Netz kursiert, ist dann wirklich einfach nur Teilwahrheit. Korrekt, ja. Dann ist auch immer wieder so die Frage, was ist eigentlich mit der Herdenimmunität? Herdenimmunität kennen wir ja von Masern, Mumps, Röteln, Pocken, Kinderlähmung. Also Dinge, die über viele, viele Jahre sich offensichtlich nicht verändern, wo wir geimpft sind, wo wir sagen, da können wir fast von einem lebenslangen Schutz sprechen. Wie ist das denn so mit Grippe oder eben mit unserem Coronavirus? Ja, das sind eben doch ganz andere Viren. Also wir können von einem Virus auf das andere leider nicht schließen. Und so ist auch das Coronavirus, Influenza-Viren, natürlich ja, sind nicht Masernviren. Wir haben eben keine Immunität, die ja ein Leben lang anhält. Das wissen wir, sehen wir jetzt ja auch bei der Impfung, wie schnell die Antikörper wieder nachlassen. Auch bei den normalen Genesenen, die nach einem Jahr dann kaum noch Antikörper haben. Natürlich haben wir T-Zellantwort, die etwas länger bleibt, aber die Antikörper, die neutralisieren, ist erstmal weg, was bei Masern dann nicht der Fall ist. Ja, das ist ein ganz anderes Zellantwort. Deswegen ist natürlich das auch schwieriger, bei Influenza oder bei Coronaviren eine Herdenimmunität zu bekommen. Da mag es sicherlich Epidemiologen geben, die jetzt noch besser aufgestellt sind als ich, aber wir sehen jetzt ja schon, wenn auch Geimpfte das Virus verbreiten können, das sie ja tun. Wie gesagt, die Daten liegen ja vor von renommierten Wissenschaftlern und Arbeitsgruppen. Dann wird es schwierig, da eine Herdenimmunität zu erreichen. Das sehen wir ja eigentlich auch an den Real-Life-Daten, wo wir aus Amerika ja Daten haben, wonach also das quasi im Preview nur veröffentlicht, aber immerhin, dass die Impfung mit dem Comirnaty ja nur 42% Schutz liefert. Und in Israel ist es ja so, wo wir ja nun ähnlich wie in Bremen die höchsten Durchimpfungsraten haben und wo also die Neuinfektionen unabhängig, also es sind ja da über 80% geimpft und die anderen sind ungeimpft in Israel und die Neuinfektionen verteilen sich zu gleichen Teilen auf Ungeimpfte und Geimpfte, was ja eigentlich der beste Beweis dafür ist, dass eine Studie unter Laborbedingungen oder wie auch immer gearteten Situationen in der Real-Life-Geschichte eben zeigt, dass es also nicht vor einer Neuinfektion schützt, wohl aber vielleicht vom Verlauf beeinflusst. Genau, also nicht vor einer Neuinfektion, dann wahrscheinlich auch nicht vor einer Übertragung des Virus. Man weiß nicht genau, ob es vielleicht ein bisschen weniger eine Konzentration ist, aber auch das ist sehr unsicher. Aber es kann dann halt, wie Sie auch sagen, als Selbstschutz sein, dass man eben nicht einen schweren Verlauf hat, sondern dass der dann etwas abgemildert ist. Was kann der Einzelne dafür tun, dass er seine T-Zell-Antwort, die offensichtlich so wichtig ist, in irgendeiner Form verbessern kann? Ja, da kann er eigentlich sehr viel tun. Das ist ja wieder mein Spezialgebiet oder unseres natürlich gemeinsam. Das heißt, er muss analysieren, können meine T-Zellen
ideal auf eine Virusinfektion wirken. Das heißt, wir haben das Stichwort für diejenigen, die interessiert sind, Immunmetabolismus. Das heißt, eine T-Zelle oder überhaupt Immunzellen können überhaupt nur so ordentlich reagieren, wie sie reagieren sollen, wenn sie auch in Ordnung sind, wenn sie die Nährstoffe haben, wenn der ganze Metabolismus stimmt. Und dafür muss ich dann halt sorgen, soweit es geht. Natürlich ist das Alter ein Problem. Je älter ich werde, deswegen haben wir das, den Alterungsprozess auch im Immunsystem. Aber dem kann ich ja versuchen, entgegenzuwirken. Ja, ich muss das ja nicht tatenlos zusehen. Man kann sagen, gut, ich mache erstmal eine gute Lebensführung. Das sind wieder die banalen Dinge, die man vielleicht verfolgen kann. Ich habe Bewegung, ich habe Vitaminversorgung. Ich kann aber auch sagen, gut, ich möchte etwas mehr tun und schau mal nach, wirklich objektiv, wo stehe ich denn überhaupt? Ja? Da gibt es zwei mögliche Tests, die haben wir durchaus hier auch in unserem Labor jetzt entwickelt. Einmal, ich sage, ich nehme wirklich die T-Zellen und schaue nach, wie ist der Immunmetabolismus? Könnte die überhaupt, sind meine Mitochondrien in Ordnung? Die entscheiden, wie der Immunmetabolismus ist. Wenn die nicht in Ordnung sind, kann ich schon sehen, wo ist vielleicht der Fehler? Brauche ich vielleicht einfach nur ein bisschen Antioxidantien oder ist das der falsche Weg? Brauche ich vielleicht nur Mineralstoffe oder brauche ich vielleicht auch eine ganz andere Maßnahmen, die vielleicht die regulatorischen T-Zellen, jetzt kommen wir ein bisschen ins Fachsimpeln, vielleicht aktivieren, damit dass mein T-Zell-System richtig arbeitet. Ich kann aber auch sagen, gut, ich simuliere ganz einfach mal im Labor eine Virusinfektion, das kann man, das ist also etablierte Methode, und schaue nach, reagieren meine T-Zellen dann so, wie sie reagieren sollen. Das nennen wir als T-Zell, als Functional Sensitivity Test, habe ich den jetzt genannt, entsprechend auch durchaus internationale Literatur. Also das kann man schon sagen und sagen, ich gucke nach, wie ist es denn, ja, wo stehe ich denn, ja, und dann sind Sie dran, um das so richtig zu therapieren. Gut, das heißt also, wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt, wenn einer Blutdruck, Blutdrucktablette, Cholesterin, Cholesterintablette, Zucker, Zuckertablette und dann möchte ich weiterleben wie bisher, ich bin geimpft und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, das ist zu kurz gedacht. Das ist zu kurz gedacht, ja, ja. Dann gibt es auch immer noch eine andere Frage, die häufig auftaucht und das ist die Frage, was machen die Spike-Proteine im Körper oder im Blut? Und wenn immer wieder die Frage kommt, was ist, habe ich denn eine Gefahr, dass ich also jetzt eine Gerinnungsstörung habe? Ich gucke ja dann nach dem Blutbild mit den Thrombozyten, nach den D-Dimeren, ob es da eine Gerinnungsaktivierung ist. Ich gucke mir den CRP-Wert an, ob eine Entzündung da ist. Und wenn jetzt, sagen wir mal, sehr schnell nach einer Impfung eine solche Symptomatik auftritt, dann ist ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Autoimmunprozess in der Kürze gelaufen, der irgendwelche Platelet-Faktor 4 Autoantikörper gebastelt hat. Da muss ja irgendwas anderes dahinter stecken. Was können wir dazu erklärend sagen? Ja, das ist ein sehr breites, großes Feld. Da sind viele Leute dran, auch viele Wissenschaftler dran, das genau zu analysieren, was passiert dort. Es scheint auf jeden Fall eine Überaktivierung der Thrombozyten zu sein, ob es jetzt primär ist, so dass das Endothel geschädigt ist, wodurch auch immer, und dann die Thrombozyten, die natürlich als Aufgabe haben, ein Endothel oder etwas geschädigt ist, sofort wieder zu verschließen und dann überaktiviert werden. Lassen wir jetzt mal noch heute hier jetzt mal offen an dieser Stelle. Auf jeden Fall ist es so, dass die Thrombozyten überaktiviert werden. Kann man natürlich auch wieder sagen, gut, warum sind die das? Woran liegt das? Auch die Thrombozyten haben natürlich wiederum Mitochondrien und müssen reagieren. Und wenn die jetzt, das kennt man ja von der Blutspende her, von Thrombozyten. Thrombozytenspende. Ja, genau. Dass sie im richtigen Zustand sein müssen. Und auch da muss der gesamte Metabolismus stimmen, dass man sagen, gut, vielleicht sind auch die Thrombozyten gar nicht mehr im richtigen Zustand. Wie sieht es dort aus mit den Mitochondrien? Wie können wir die in Ordnung kriegen, damit wir jede Art von Nebenwirkungen, nicht nur jetzt bei SARS-CoV-2 oder bei der Impfung, überhaupt entgegenwirken? Das tritt ja auch bei anderen Infektionen auf. Und das wäre dann, dass man sich den bioenergetischen Gesundheitsindex anschaut oder das Brennstoffprofil der Thrombozyten, also der Mitochondrien der Thrombozyten, oder woran würden wir da denken? Genau, ich würde denken, erstmal als den bioenergetischen Gesundheitsindex in Thrombozyten zu sehen, wo sind die? Natürlich kann man das noch erweitern durch das Brennstoffprofil, aber der BHI, also so kürzen wir es ja immer ab, sagt schon einiges aus. Er sagt schon, wo befinden sie sich. Und wir wissen, dass die Thrombozyten, aber auch andere Zellen,
von Stoffen, die im Plasma sind, aktiviert werden oder deaktiviert werden. Wir haben ganz viele Rezeptoren für Neurotransmitter, für Fette. Das heißt also, die Zellen werden moduliert durch das, was im Plasma ist. Und das versuchen wir rausfindig zu machen. Wir sehen meistens natürlich eine Verschlechterung der Thrombozyten. Das heißt, wir haben oder Entzündungsmediatoren, die im Plasma sind, die dann auch natürlich unsere Zellen wieder aktivieren und das gesamte Metabolismus aus dem Fugen bringt. Da gibt es also auch ein paar Untersuchungen, auch an einer deutschen Universität in Würzburg, durchaus, die sich hauptsächlich beschäftigt haben mit Chronik-Fatigue. Er hat ein paar sehr gute Untersuchungen gemacht, dass man das Plasma nimmt und das Plasma mit Zellen, die in der Kultur, also im Labor gehalten werden, die also zu keinem Patienten gehören, die wirklich top sind und standardisiert sind, dass dann diese Zellen sich sehr stark verändern. Das heißt, die Mitochondrien in Mitleidenschaft gezogen werden. Das heißt also, es zeigt durchaus, dass das Plasma durchaus Botenstoffe hat, welcher Art auch immer, die negativ sich darauf auswirken, auf die Zellen, auf die Mitochondrien. Das heißt, wir können mit diesen Testen zwei Dinge sehen. Einmal sind die Mitochondrien selbst schon in Mitleidenschaft gezogen oder sind sie vielleicht noch ziemlich in Ordnung. Aber wir haben im Körper Botenstoffe oder Neurotransmitter, die die Mitochondrien sozusagen in Mitleidenschaft ziehen. Das sind zwei verschiedene Dinge, die therapeutisch durchaus relevant sind. Und im Verlauf der weiteren Diagnostik, wo man dann suchen muss. Ja, genau. Und interessant fand ich bei Dr. Prusti, dass das ja 24 bis 48 Stunden dauert, bis das passiert. Und insofern gibt es ja viele Menschen, die über ihr Mindset durchaus in der Lage sind, eine Leistung zu vollbringen und im Nachgang dann eine unheimlich lange Rekonvaleszenz nach sich ziehen. Und das sind ja Dinge, die möglicherweise auch bei chronischen Entzündlichkeiten, COPD, Asthma, Gefäßverkalkung, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Leaky Gut Syndrom, Danger-Moleküle und so weiter dazu beitragen, dass hier sich eine Gruppe kristallisiert, die besonders gefährdet ist für solche Thrombozytenaktivierung. Ja, genau. So will ich es also auch sehen. Das heißt also, sind wir wieder an unserem Kernpunkt. Man muss sehen oder versuchen, dass man ja für seine Gesundheit etwas Gutes tut. Ja, zusammenfassend, glaube ich, haben wir jetzt die wesentlichen Fragen, die mir in der Sprechstunde gestellt werden, beantwortet. Einige Unsicherheiten sind jetzt vielleicht mal relativiert oder objektiviert. Die Gesellschaft ist ja in den letzten 8 Monaten doch ganz schön verändert. Es gibt Lagerbildungen, es gibt hochemotional aufgeschaukelte Diskussionen, die also ja auch nach dem Gespräch auch noch nachwirken und wirklich Gemeinsamkeiten selbst innerhalb von Familien sprengen, wo es heißt, wenn du dies nicht machst, dann will ich das oder wir trennen uns voneinander. Alle diese Dinge sollten eigentlich nicht sein und Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes sollte doch nochmal wieder Einzug halten. Vielleicht guckt jeder nochmal rein, was da eigentlich drinsteht und ich hoffe, dass diese eigentlich aufklärenden, sachlichen Informationen unseres Gesprächs dazu beitragen, dass wir in Zukunft etwas gemäßigter und verständnisvoller miteinander umgehen und dass das Thema geimpft oder nicht geimpft und Solidarität oder nicht Solidarität und nur wenn ich geimpft bin, schütze ich die anderen, einfach mal mit etwas mehr Sachverstand betrachten und weniger durch Werbeparolen beeinflusste Meinungen, Antworten prägen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen. Bis demnächst.